Bin gerade bei den Proben zu. Mensch, Gottschalk, dass Sie zuschauen wollen, das freut mich. Die einstige Erfolgswelle liegt schon lange hinter Thomas Gottschalk. Die Zeiten, in denen alles Gold wurde, was er anfasst und moderiert. Die Wetten-dass-Erfolge sind längst vorbei. Der Entertainer ist seit 40 Jahren im TV-Geschäft. Der 65-Jährige ist erfolgsverwöhnt. Doch die aktuellen Zuschauerzahlen sinken rapide. Also hoffe ich, dass ihr nicht so schnell müde werdet. Sie zu Hause auch nicht. Seine Sonntagabendshow Mensch Gottschalk bei RTL sehen nur rund 1,6 Millionen Zuschauer. Es ist die schwächste Primetime-Quote aller Zeiten für Thomas Gottschalk. Der Sender lässt die Zukunft der Show offiziell offen. Dennoch werden sich die Verantwortlichen zusammensetzen. Doch woran liegt das Desinteresse der Zuschauer? Früher moderiert Gottschalk Wetten, dass. Die Sendungen haben Eventcharakter. Das Who is Who der Schauspiel- und Musikszene sitzt bei ihm auf der Couch. Letztes Mal hast du auch gesagt, das Buch wird nichts. Und wie erfolgreich ist das geworden? Eben. Du musstest in diese Schlägerei. Morgen steht in der Zeitung, Gottschalk greift Golan. Menschenskinder. Der Thomas hat gesagt, hau ihn ein. Doch jetzt sitzt der Entertainer erst mit kleinen Kindern in der Sendung Little Big Stars bei Sat.1 auf dem Sofa. Kurz darauf sieht man ihn mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger in der Show Die Zwei. Allein dafür, dass sie uns seit Jahren erträgt, hat sie einen verdient. Und sie macht das ja auch sehr nett. Um dann wiederum bei Mensch Gottschalk über Einbruchsszenarien zu sprechen. Den Zuschauern fehlt die Exklusivität. Gottschalk tanzt auf zu vielen Hochzeiten und wirkt nicht mehr authentisch. Viele kritisieren auch das Desinteresse Gottschalks an einigen seiner Gäste. Während er von Aerosmith-Frontman Steven Tyler nicht genug bekommt, wirkt er bei Helene Fischer eher distanziert und uninteressiert. Außerdem kritisieren auch viele Gottschalks oberflächliche Haltung. Es fehlen die tiefgehenden Gespräche und Inhalte. Dafür ist selbstverständlich auch die Redaktion hinter dem Format zuständig. Doch Gottschalk ist nun einmal das Aushängeschild der Sendung.